Kabinentalk mit Murat Satin. Zu Beginn immer mal eine einfache Frage. Was waren deine bisherigen Fußballstationen? Fußball habe ich angefangen im Stubaital in Tirol. Dann, also der erste Verein war SSV Neustift, dann ist zum FC Wacker Innsbruck, dann von dort in die Akademie, von der Akademie in die Türkei, von der Türkei wieder zurück zum FC Wacker Innsbruck, von da zum SV Ried und jetzt zu VfL Steyr. Auf Instagram haben unsere Fans wieder Fragen stellen dürfen und da haben wir schon die erste Frage. Wie war deine Zeit in der Akademie in Tirol? Ja, war schöne Zeit, intensive Zeit, Schule und Fußball zusammen. War nicht leicht, muss ich sagen. Ich war eher mit dem Kopf beim Fußball, Schule hat mich weniger interessiert. Aber ja, hat man auch machen müssen. SV Ried oder Wacker Innsbruck? Wacker Innsbruck. Ich bin in Innsbruck aufgewachsen und ja, es ist eigentlich meine Heimat in Innsbruck, also von dem her Wacker Innsbruck. Warum bist du dann zu Vorwärts gewechselt? Die Gespräche, was ich bevor ich hergekommen bin, gehabt habe, waren extrem gut, extrem. Ich habe mich schon wohl gefühlt, also bei den Gesprächen. Wir haben ungefähr die gleichen Ziele gehabt, ich wollte Leistung bringen. Sie haben die Situation bei der Vorwärts war nicht leicht, also ich wollte ihnen auch helfen, sie wollten mir die Chance geben. Also hat es eigentlich gut zusammengepasst. Du bist jetzt schon eine Zeit lang hier in Steyr. Was gefällt dir an der Stadt oder gefällst du überhaupt in der Stadt und in dem Verein bei uns? Ja, also Stadt ist schön, muss ich sagen. Das Wetter wird immer besser, man sitzt draußen, geht auf ein Cappuccino und ja, muss sagen, Steyr ist schon schön mit beiden Flüssen noch zusammenfinden. Ich glaube Enz und Steyr. Ja, muss ich sagen, also im Sommer wird es glaube ich noch schöner. Vermisst du die Berge in Tirol? Ja, vermissen, ich bin jetzt nicht der Bergsteiger, aber es fehlt mir, also ich sehe sie nicht und wenn ich jetzt wieder nach Tirol fahre, dann also werden sie mir mehr bewusst zeigen, weil die ganze Zeit in Tirol ziehe ich die Berge nicht und jetzt bin ich schon gespannt, wenn ich was Wochenende hinfahre. Du hast bei uns die Nummer 30, hast du die auch schon in deine Jugendvereine gehabt? Nein, zum ersten Mal, Nummer 30 zum ersten Mal, aber ich bin am 30. August 96 geboren und deswegen die 10 Mal nicht frei und ich wollte sie vorher nicht wegnehmen. Was hat der Reif in Apache oder beschickt das? Die Frage ist von Tolgat, bin mir sicher. Nein. Also 100% in Apache von klein auf. Wieso? Ja, vom Vater so mitkrieg und ich fühle einfach Nähe zu dem Verein. Also die Farben, Stadion, Fans, macht mir einfach. Was ein Spiel mehr einfach als die anderen Vereine. Was magst du generell an der türkischen Kultur? Essen. Es schmeckt gut, aber viele Kalorien. Und an der österreichischen? Österreichisch ist extrem diszipliniert. Türkisch ist ein bisschen locker. Also das Disziplinierte, sage ich mal. Was entspricht dann mehr dir? Gemisch. So, ich fühle türkisch, organisiere aber deutsch. Also es ist so von beiden irgendwas drin. Bist du ein Familienmensch? Extrem. Familie kommt über alles, sag ich mal. Wer ist dein größtes Idol? Kommt auf an ihm was. Also ich schaue mir viele an im Fußball, von der Disziplin und vom harten Arbeiten Cristiano Ronaldo. Von fußballerischen her, vom Talent her Messi. Es gibt viele, viele Vorbilder, die probieren wir von jedem was mitzunehmen. Gibt es auch abseits vom Fußball ein Idol? Ja, Khabib Nurmagomedov. Also ich weiß nicht, ob der was sagt. MMA-Sportler. Und also MMA ist eine Kampfsportart, was ja ins Extreme geht. Also die können mit allem schlagen und hauen, wie sie wollen. Da muss der Kopf extrem stabil sein. Und die hören oft von ihm Sachen, also was er denkt und so, interessiert mich. Was ist dein Lieblingsessen? Bohneneintopf, heißt Kurfasulye auf Türkisch, wenn meine Mama das kocht. Wie ernährst du dich generell? Ja, also ich probiere schon auf die Ernährung zu achten. Ich habe zum Co
Großteil eigentlich vegetarisch ernähre ich mich. Vielleicht gibt es ab und zu mal Fleisch, wenn es nicht von mir ausgeht, aber das sage ich auch nicht nein. Wieso kann Nora so viel essen? Ja, das ist ein Problem. Ja, also wenn man viel läuft, viel Leistung bringt, muss man auch viel essen. Wann kaufst du dir Vorhänge? Also, eigentlich sollte, also Günther hat mir versprochen, er bringt, sonst hätte ich schon welche da. Aber es kommt sehr viel Licht von außen rein, ist auch schön so. Was machst du, wenn du nicht Fußball spielst? Mit Freunden, also mir fällt die Zeit in Steyr zumindest, hänge ich sehr viel mit Tolga Flo ab. Also das mit Freunden gefällt mir eigentlich sehr. Sonst bin ich eben mit der Familie, bin eher gesellschaftlich sehr unterwegs, sag mal. Findet man dich eher an der Bar oder auf der Tanzfläche? Ich weiß nicht, ob ich gut tanzen kann, aber wenn ich mal auf der Tanzfläche bin, komme ich, glaube ich, nicht mehr runter. Oder eher am Fußballplatz. Es gibt ja oft so Situationen, da bringt man am Spielfeld eine gute Leistung, haut sich rein, aber irgendwie klappt es halt dann trotzdem nicht, dass man das entscheidende Tor schießt. Wie schaffst du das, dass du in solchen Situationen trotzdem zuversichtlich bist und trotzdem weiter Vollgas gibst? Es tut weh. Es tut weh, am Ende nicht belohnt zu werden. Aber es ist im Fußball so, man kämpft, dass man Spiele gewinnt. Man will, es geht eigentlich nur um Gewinnen. Und man probiert eigentlich das Beste aus dem zu nehmen. Man probiert die Situationen, was man nicht so gut gemacht hat, zu verbessern, im nächsten Spiel vielleicht besser zu machen und so eigentlich der Mannschaft zu helfen. Es ist eigentlich immer dazulernen. Ist dann direkt in der Situation auch wichtig, dass man sich trotzdem mal kurz so richtig ärgert, wenn man mal knapp daneben geschossen hat? Ja, sicher, man ärgert sich schon. Also, es kommt dann nach diesem Spiel, kommt dann dieser Schuss, der Kontakt, diese Aktion oft geht durch den Kopf, wohin hätte ich schießen sollen und wohin habe ich geschossen. Aber dann also sucht man sich eine Lösung aus und probiert man im nächsten Spiel das zu machen. Wie war denn das Gefühl bei dir, als dann gegen Horn geklappt hat und endlich das erste Meisterschaftstor geschossen hast? Schön, Tore schießen, immer schön. Also kann ruhig mehr werden. Was willst du in deiner Karriere noch erreichen? Bist du schon am Höhepunkt oder kommt da noch mehr? Höhepunkt, weiß ich nicht, also wenn ein Höhepunkt kommt für mich, es geht immer weiter. Also ich will da mein Bestes geben, danach schauen, was kommt und immer Schritt für Schritt. Gibt es einen Traumverein, wo du sagst, möchtest du gerne einmal spielen? International natürlich Real Madrid, weiße Dresden, Stadion. Spanien, sonst Heidelberg, auf jeden Fall in meiner Karriere. Bist du ehrgeizig? Extrem. Wann kriegst du dein Instagram-Profil? Ja, ich sollte sehr viel auf Instagram ändern. Ich bin eher Konsument als Produzent, aber sollte ich auf jeden Fall machen. Zumindest mal ein paar Hochpreise. Ja, ich habe viele Stories, aber ja, da musst du mir vielleicht ein bisschen helfen. Mach mal. Ja, abschließend, was sind deine Wünsche, Ziele für diese Saison, für die Vorwärts und dann für dich persönlich? Ja, es gibt 10 Spiele und also meiner Meinung nach, wir sind eine gute Mannschaft. Wenn wir die Spiele gut bestreiten, uns einfach auf uns konzentrieren, glaube ich, dass wir sehr schnell unsere Punkte machen und dann wieder Ruhe in den Verein kommt. Also wir können sehr viel erreichen im Verein. Es ist gute Arbeitsklima, herrscht im Verein. Also von dem her, ich bin extrem glücklich und wohl hier. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, so schnell wie möglich. Und dann können wir unseren Fußball eigentlich aufzeigen in der Liga. Für mich, meine Ziele, so viele Scorerpunkte wie möglich, der Mannschaft in jedem Spiel zu helfen und so schnell wie möglich eben nach oben klettern. Perfekt, danke. Dankeschön.